Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Disney Januar Haul. Bevor wir aber starten, würde ich gerne zwei Sachen mit euch besprechen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber die Videos zusammen mit Debbie sind nicht mehr auf meinem Kanal zu finden. Aus beruflichen Gründen wird Debbie nicht mehr aktiv in den Videos teilnehmen, aber ihr findet uns zusammen immer noch auf Instagram in unseren Stories und auch wir werden zusammen auch noch Bilder posten und zusammen auch ins Disneyland fahren, also wir sind irgendwie nicht zerstritten oder so. Es hat nur berufliche Gründe bei Debbie. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich finde es sehr schade, es hat immer sehr viel Spaß gemacht, zusammen Videos mit ihr zu drehen, aber ich verstehe natürlich ihre Entscheidung und ich hoffe, ihr akzeptiert diese auch. Das zweite Thema, was ich gerne noch ansprechen wollte, sind Verbesserungsvorschläge und Videovorschläge. Es hat ein neues Jahr begonnen und ich würde gerne eure Meinung wissen, wie ich meinen Kanal verbessern kann, was ich besser machen kann. Habt ihr irgendwelche Videowünsche, was ihr gerne von mir sehen wolltet? Ja, kommentiert einfach unten. Ich bin offen für jede Kritik und ja, würde auch gerne eure Wünsche mit in diesen Kanal einfließen lassen, was ihr gerne hier sehen wolltet von mir. Und ich würde mich über jedes Feedback freuen. Einfach unten kommentieren. Und jetzt genug gelabert, wir fangen jetzt mit dem Haul an. So, beginnen wir mit der ersten Sache, die ich bereits auf meinem Kopf trage. Und zwar mit diesen tollen neuen Ohren. Die werde ich auch jeden Monat jetzt in jedem meiner Hauls die neuen Ohren tragen. Und zwar ist es nämlich eine monatliche Minnie Mouse Attraction Collection. Zungenbrecher. Und zwar von Shop Disney. Jeden Monat am 18. des jeweiligen Monats kommt die neue Kollektion raus und ist angebunden oder angehaucht an Attraktionen aus Walt Disney World Florida. Die ersten paar Ohren hier, das ist Space Mountain oder Hyperspace Mountain, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt in Walt Disney World Florida. Ich blende euch auch hier nochmal ein Bild ein, wie es näher aussieht, also von Namen. Ich möchte die jetzt nicht ausziehen, aber die sind total schön. Genau, und zwar, ja, jeden Monat kommt eine neue Kollektion raus. Ich glaube, nächsten Monat ist es Teacups. Februar ist es Pirates, genau. Und dann gibt es immer ein paar Ohren, einen neuen, eine Loungefly-Tasche oder Rucksack. Im Februar ist es durch eine Bauchtasche. Ein Plush, also ein Kuscheltier in Minimaus-Form, eine Tasse und Pins. Genau, ich werde mich, also auf jeden Fall werde ich mir jeden Monat die Ohren kaufen. Das ist klar, das steht fest, ich als Ohrensammler. Und dann entscheide ich immer noch jeden Monat, ob ich mir noch was dazu kaufe. Im Dezember zum Beispiel ist es Sleeping, also das Schloss. Ob ich mir da vielleicht den Plush hole, also das Kuscheltier, das weiß ich aber noch nicht, muss ich mir erstmal anschauen. Auf jeden Fall sind die Ohren jeden Monat drin und die werde ich dann jeden Monat auch zu Beginn des Hauls tragen, damit ihr das immer schon mal Bescheid wisst. Und dann gibt es hier immer so einen coolen Sticker dabei. Es ist eine Limited, also die sind limitiert. Deswegen, falls ihr Interesse habt an irgendwas von dieser Kollektion, müsst ihr sehr, sehr schnell sein. Um 9 Uhr am 18. des jeweiligen Monats kommen diese Sachen online. Und ich glaube, im Januar waren diese Ohren innerhalb von 3 Minuten ausverkauft. Also seid schnell, wenn ihr irgendwas haben wollt. Und ja, die Ohren sind auch nicht ganz günstig. Leider nein. Die kosten nämlich 35 Euro. Wenn man da noch nichts dazu bestellt bei Shop Disney, kommt noch der Versand von 3,90 Euro dazu. Also fast 40 Euro für ein paar Ohren. Ist schon happig, aber die sind wirklich sehr besonders und ja, deswegen werde ich diese auf jeden Fall sammeln und da ist hier so ein Sticker, also so ein Kärtchen immer dabei. Dann stehen so ein paar Worte zu Space Mountain Attraktion und ja, aber ich bin sehr verliebt in diese Ohren und ich würde es mir immer wieder kaufen, auch wenn sie sehr, sehr teuer sind. Dann machen wir weiter mit einer Sache, die mich am Anfang des Jahres erreicht hat. Und zwar der liebe Florian war ja Ende Dezember in Anaheim in Kalifornien und hat mir dann was ganz Tolles mitgebracht. Und zwar diesen Baby Yoda Spirit Jersey. Ihr wisst ja, ich sammle Spirit Jerseys. Und ja, ich werde auch noch ein Video dazu machen mit allen meinen Spirit Jerseys. Das habe ich mir jetzt im Februar vorgenommen. Also hier seht ihr Baby Yoda. Und hinten steht Star Wars The Mandalorian drauf. Und ja, den gab es zu Beginn nur erstmal in Anaheim und dann in Florida. Mittlerweile gibt es den auch online bei Shop Disney, aber nur in Amerika. In Europa leider noch nicht, was ich nicht so ganz verstehe. Aber gut, die Sachen sollten mal mehr nach Europa kommen. Der hat 70 Dollar gekostet. Ja, sind nicht günstig, aber was soll ich machen? Ich habe mich einfach in Baby oder verliebt und ich musste diesen Spirit Jersey haben. Und dann hat der liebe Florian mir noch was geschenkt. Jetzt muss ich mein Handy vom Boden aufheben. Und zwar, ich hoffe, ihr seht das, diesen Popsocket. Er hat ihn mitgebracht, er hat ihn gesehen und musste dann sofort an mich denken.
Und das ist auch ein Baby- oder Popsocke. Den hat er mir lieberweise geschenkt. Danke, Florian. Ja, mit was machen wir weiter? Machen wir weiter mit dieser Tasche. Und zwar habe ich die, glaube ich, letztes Jahr schon im Oktober und November gekauft. Aber Debbie hat diese Tasche zum Geburtstag geschenkt bekommen. Sie hat ja auch, am 31. Dezember Geburtstag gehabt. Und dann waren wir Anfang Januar war ich dann bei ihr und habe sie ihr dann geschenkt. Und jetzt kann ich euch diese auch zeigen, weil ich habe sie mir natürlich auch gekauft als Disney-Fan. Habe ich sie auch gebraucht. Ich sag euch jetzt nicht, was sie gekostet hat, weil Debbie sich die Videos anguckt und das war ja ein Geburtstagsgeschenk. Genau, also es ist im Prinzip eine Tasche und innen drin findet ihr noch Make-up-Pinsel. Jetzt muss man gucken, also hier ist erstmal der Stoffbeutel. Genau, also die ist von Spektrum. Die Taschen werden immer irgendwie mit Pinseln geliefert, aber die kann man auch locker als Handtasche benutzen. Ich habe schon zwei Taschen von Spektrum, die ich auch halt als Handtasche benutze und die Pinsel halt zum Schminken. Und ja, ich finde dieses shiny rosa ist wirklich toll. Ne, hier ist der Griff noch eingepackt. Wie gesagt, ich habe sie noch nicht getragen, weil ich sie der BS geschenkt habe. Aber jetzt freue ich mich sehr, diese Tasche tragen zu dürfen. Dann war ich ja zu meinem Geburtstag im Disneyland Paris und habe mir auch einiges gekauft. Es war ja auch gerade Sale. Was ich jetzt zeige, war nicht im Sale. Und zwar dieses Frozen-Stirnband. Ich blende euch jetzt auch mal ein Bild ein, wie es angezogen aussieht vom Disneyland Paris. Und zwar ist hier vorne eine Schneeflocke und hinten habt ihr diese, so ein Elsa-Abdruckmotiv, was auch immer. Genau, dieses Stirnband gibt es seit November circa. Und als ich dann im November oder Dezember da war, fand ich es nicht so toll. Hab's dann anprobiert, dachte, okay, es ist ein bisschen schmal und keine Ahnung. Es hat mir nicht so zugesagt, muss ich sagen. Aber dann habe ich es auf ganz vielen Fotos gesehen, auf Instagram und habe es dann nochmal anprobiert jetzt im Januar und irgendwie musste ich es dann doch haben. Und ja, es kostete 20 Euro, aber ich habe ja die 20% Rabatt im Disneyland und ja. Ich finde es auch am Ende ganz, ganz schön. Eine lustige Story ist, ich hatte es dann jetzt hier mal zu Hause an. Und bin dann tanken gewesen und dann meinte der Tankwart dann, ich bin dann bezahlen gegangen, dann meinte der so, ah, sie sehen ja aus wie die Elsa von Frozen. Oh, ich dachte, ja, genau, das Stirnband ist ja auch von der Frozen-Kollektion. Fand ich ganz, es war ein älterer Mann und der so, ja, sie sehen aus wie Elsa. Danke. Lustige Geschichte, kurze Anekdote oder Geschichte aus meinem Leben. So, dann das nächste Paar, was ich mir gekauft habe, ein neues Paar Ohren und zwar diese Donut-Ohren. Die habt ihr bestimmt auch schon auf Instagram auf einem der Bilder gesehen. Ja, die habe ich mir auch noch gekauft, die habe ich Debbie auch mitgebracht. Die sind noch was anderes, sehen ein bisschen aus wie von den Simpsons, aber die Simpsons gehören ja jetzt auch zu Disney seit neuestem. Ich finde sie, wie gesagt, was anderes, sehen sehr lecker aus. Und die Ohren waren auch 20 Euro mit Rabatt dann. Ja, dann das letzte Teil, was ich mir ein bisschen gekauft habe aus dem Sale, war oder ist dieses Captain America Kleid. Ihr seht es auch nochmal angezogen. Es ist, glaube ich, letztes Jahr irgendwann im Sommer rausgekommen und ich fand es da schon schön, obwohl ich jetzt nicht der Marvel-Fan bin. Aber man kann ja immer was von Marvel gebrauchen zu irgendwelchen Events oder ja, Kino oder ich weiß, zur Eröffnung von Marveland. Werde ich dieses Kleid bestimmt mal anziehen. Ich mag auch so Schnitte von diesen Kleidern und ursprünglich hat dieses Kleid wirklich 80 Euro gekostet. Und da war es mir wirklich etwas zu teuer. Aber jetzt gab es 50% Rabatt im Sale und danach kamen noch die 20% von meiner Jahreskarte drauf. Also ich habe, glaube ich, am Ende vielleicht 35 Euro für dieses Kleid bezahlt. Und da war es mir wirklich wert. Und ich kann mir das auch gut im Alltag vorstellen, zur Arbeit oder so. Es ist halt sehr musterbezogen, aber da es halt Marvel ist, schreit es jetzt nicht so Disney, finde ich. Also ich werde es auf jeden Fall auch im Alltag tragen. Ich trage ja alles Mögliche auch im Alltag. So, dann machen wir weiter mit Aldo. Aldo hat eine Neujahrskollektion, eine Disney-Neujahrs. Es gibt ja irgendwie jetzt von, ich weiß nicht warum, ob es irgendwie ein spezielles Jahr ist von dieses Jahr, aber es gab irgendwie eine Neujahrskollektion von Aldo und es gab auch noch ein Spirit-Jersey und Ohren. Da kann ich euch dann vielleicht im März Hall was genaueres zu sagen oder zeigen. Egal. Genau, und da gab es ja diese Neujahrskollektion, da gab es auch einen Rucksack und eine Tasche und so, aber da habe ich nicht zugeschlagen. Auf die Schuhe hoffe ich im Sale, weil die Sommerkollektion von Aldo, da gab es jetzt wirklich sehr, sehr viel im Sale.
Und da kann ich mich noch zurückhalten, aber bei drei Sachen konnte ich mich nicht zurückhalten. Und zwar einmal, und dies gibt es auch leider nicht mehr, diese Sonnenbrille. Ich hätte sie mir gerne nochmal bestellt. Ja, eine Sonnenbrille mit Mickey. Ich ziehe sie jetzt mal an. Ach, ich finde sie so geil. Ich bin so verliebt in diese Brille. Ich mal näher kommen. Genau, also ihr seht hier, mal scharf stellen. Oh, ich bin scharf. Genau, ihr seht hier Mickey-Köpfe. Und auch dieses Muster. Oh, ich liebe diese Brille. Ich kann es kaum erwarten, bis da draußen die Sonne scheint und ich diese Brille anziehen kann. Ich werde es auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen im März. So schön. Genau, also ich habe mir diese Brille gegönnt und ja, die war wirklich sehr schnell weg. Und einige von Instagram, ich habe sie ja vorher auf Instagram gezeigt, haben sie sich auch gekauft. Ich bin ein guter Influencer. Und die Brille hat, ich glaube, 35. Wo ist denn jetzt hier dieses Etikett? Ach, das ist ja an der Brille dran. Ah, schlau von mir. Genau, also diese Brille hat 30 Euro gekostet, aber es gab, als ich bestellt habe, bei Aldo einen Rabattcode. Wenn du 2 oder 3 Accessoires gekauft hast, hast du dann 20% drauf bekommen, soweit ich mich erinnere. Genau, und da ich ja noch mehr gekauft habe, ist jetzt sehr schwer zu zeigen. Ich habe mir eine Goldkette gekauft. Ich glaube, ich würde auch davon ein Bild einblenden, weil das sieht man halt wirklich kaum. Jetzt hat sich hier noch ein bisschen verheddert. Genau, es sind im Prinzip 2 Goldketten und an der einen ist nur so ein Zirkonia dran und die ist Gold. Und unten habt ihr nochmal so 2 Mickey-Köpfe, einen großen und einen kleinen Mickey-Kopf. Und die hat gekostet 18 Euro ohne diesen Rabatt. Und dann habe ich mir noch Ringe gekauft, goldene Ringe, weil ich gar keine goldenen Ringe habe. Und da blende ich euch auch ein Bild am Finger ein. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich die euch jetzt zeige, weil die so klein sind und so filigran. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt ein Bild. Und die haben 15 Euro gekostet. Ich hatte noch diese Ohren mitbestellt. Da gab es noch so ein paar Ohren. Aber von denen war ich nicht so begeistert. Das war irgendwie so wenig auf meinem Kopf. Also ich mag eher prunkvolle Ohren als... ja, das war irgendwie, da hat irgendwie was gefehlt. Mit der Brille sah es vielleicht ganz gut aus, aber ich war nicht so begeistert davon. So, kommen wir zu den letzten... Achso, was ich noch erwähnen wollte, das habe ich ganz am Anfang vergessen, wieder zu sagen. Wenn man so viel sagen will am Anfang, dann vergisst man es. Ich habe auch letzte Woche kam ein Video online, und zwar das Walt Disney World Unboxing. Die Sachen, die Nadine war in Walt Disney World Florida und hat mir einige Sachen mitgebracht. Und dazu habe ich ein separates Video gedreht. Wenn ihr euch das ansehen wollt, verlinke ich es euch bei dem i, weil die Sachen gehören im Prinzip auch noch zum Januar-Haul. Aber ich fand es ganz passend, so ein Unboxing zu machen, wie ich die Sachen auspacke und sie zum ersten Mal live sehe. Dann dachte ich, ist es eine gute Gelegenheit, ein Unboxing zu machen. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal da vorbei. Deswegen haben wir jetzt auch die letzten 2 Sachen, die ich mir im Januar gekauft habe. Und dann zeige ich euch noch meine Geburtstagsgeschenke, weil ich hatte ja auch Geburtstag und habe einiges geschenkt bekommen. Deswegen noch ein bisschen gedulden. Und deswegen habe ich es auch so ein bisschen auseinandergehalten. Dann wäre, glaube ich, der Haul eine Stunde gewesen, wenn ich auch noch die Walt Disney World Sachen gezeigt hätte. Also jetzt die letzten 2 Sachen, die ich mir noch im Januar gekauft habe. Nicht aus Walt Disney World. Und zwar bei Zara. Einmal hier diesen Pullover. Vorne ist jetzt nicht so spannend. Es steht nur Minnie Maus. Aber hinten, der ist super kuschelig vor allem und dick, ist eine kleine Minnie Maus. Ja. Ich finde ihn ganz... Also wie gesagt, er ist sehr kuschelig und warm und für den Winter. Und er ist auch sehr dezent für die Arbeit. Ich hatte ihn auch schon auf der Arbeit an mit Kragen. Fand ich ihn wirklich ganz hübsch. Und das nächste Teil von Zara, was ich war wirklich begeistert, als es online kam und es war kurzzeitig ausverkauft. Wie gesagt, wenn es irgendwas noch online geben sollte, packe ich es euch unten in die Infobox. Bei dem Kleid müsst ihr aber schnell sein. Aber bei Zara, wenn ihr irgendwas noch seht in der Übersicht, also ich gebe immer Disney ein bei Zara, bei Damen und dann kommt eigentlich immer die ganze Kollektion. Und ihr wollt das Kleid unbedingt haben und ihr seht es noch, aber die Größe ist gerade nicht verfügbar, dann... könnt ihr an die Größe klicken und eure E-Mail-Adresse eingeben. Und dann bekommt ihr eine E-Mail, sobald diese Größe wieder vorhanden ist. Das mache ich ganz oft. Und würde ich euch raten, wenn ihr die Sachen wirklich noch haben wollt. Genau, das zweite Teil, was ich mir gekauft habe bei Zara, wo ich mich wirklich sofort drin verliebt habe, ist jetzt schwer zu zeigen, ist dieses Bambi-Kleid. Es ist ein Midi-Kleid, also es geht mir so bis zur Wade. Und es hat lange Ärmel. Ihr seht es ja auch nochmal angezogen. Und ich muss sagen, ich liebe es. Es ist mal was anderes. Angezogen sieht es wirklich wie High Fashion aus. Man kann es im Frühling tragen mit Sneakern. Man kann es aber auch jetzt schon tragen mit schwarzen Strumpfhosen und Boots. Das hatte ich auch bereits auf der Arbeit an.
Und ich habe wirklich ganz, ganz viele Komplimente bekommen, dass ich so toll drin aussehe. Und viele sehen dieses Bambi gar nicht direkt. Also man muss wirklich darauf hinweisen und dann sehen, ah ja, da ist ja Bambi drauf. Aber sonst, wenn man nicht direkt hinschaut, sieht man das gar nicht. Und ich liebe dieses Kleid. Ach so, was hat es gekostet? Das Kleid war 40 Euro und der Pullover war, glaube ich, 50. Ich glaube 50 Euro. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe die Preise nicht mehr dran, weil ich es schon getragen habe. Es tut mir leid. Ein Verbesserungsvorschlag. Dass ich mir immer die Preise merke. Das sagt immer meine beste Freundin, die meckert immer mit mir. Wenn ich nicht die ganzen Preise weiß. Ja, machen wir weiter mit meinen Geburtstagsgeschenken und ja, da bleibe ich bei meiner besten Freundin. Ja, meine beste Freundin hat uns beiden, sieht man jetzt nicht, Disney on Ice Tickets gekauft für in Düsseldorf. Und ja, ich freue mich sehr, weil die haben eine neue Show. Ich habe mir die alte Show auch angeguckt. Da war ich, glaube ich, alleine da. Jetzt kommt sie mit nach Düsseldorf und ich freue mich sehr. Genau, Disney on Ice. Und dann hier drin ist noch ein kleiner Olaf, den seht ihr kaum. Das ist so ein Puzzle-Olaf, den zeige ich euch gleich, den Karton zeige ich euch gleich. Genau, also das hat sie mir einmal geschenkt. Da muss ich euch erstmal die tolle Tüte zeigen mit Dori und Nemo. Ist wirklich süß. Hier steht Catch a Wave, Love to Swim. Ja, ich weiß gar nicht, wo sie die einmal herkommt. So, also hier seht ihr mal den Olaf, den sie gepuzzelt hat. Den gibt es, glaube ich, bei Amazon. Den habe ich vorher noch gar nicht wahrgenommen. Das hätte ich mir, glaube ich, selbst bestellt. Aber ja, den hat sie gepuzzelt und es war wohl gar nicht so einfach mit dem Kopf und so. Aber sehr, sehr süß. Ja, dann hat sie mir eine Dose geschenkt. Da war was drin und zwar eine Mickey und Donald Dose. Die hat sie aus dem Action. Und ich habe auch noch vor, in den Action zu gehen und mich dabei zu filmen, wie ich das erste Mal in den Action gehe. Ja, ich war noch nie in diesem Laden, aber Debbie hat mir auch schon Socken aus dem Action geschenkt, Disney-Socken. Und ja, ich werde auf der Suche sein nach Disney-Sachen im Action und werde mich dabei filmen, wie ich das erste Mal in diesen Laden gehe. Sehr gespannt. So, genau. Und da drin war ein Stirnband, das hat sie selbst gehäkelt. Das finde ich sehr schön. In Grau. Sehr neutral. Das ziehe ich jetzt nicht an wegen den Ohren. Genau, dann ja, hat sie uns ein Gutscheinbuch gekauft für unsere Stadt, wo wir wohnen. Mit Gutschein für Restaurants und Aktivitäten und so. Dann hat sie mir eine Gesichtscreme geschenkt und einen Toner von Kiko. Achso, jetzt hat sie mir noch was geschenkt. Das steht auf dem Tisch, das muss ich jetzt mal holen. Sonst ist sie wieder böse, weil auf Instagram habe ich die Geschenke schon gezeigt und da habe ich es auch vergessen, was schon auf dem Tisch steht. Ich hole es. Einen Moment bitte. Und zwar hat sie mir noch hier diese Deko-Schale geschenkt und ja, eine Kerze. Und da sind, hat sie selbst gebastelt, kleine Mickey-Köpfe. Zwei Stück. Wirklich sehr süß. So, jetzt habe ich es auch nicht vergessen. Jetzt kann sie auch nicht mehr böse auf mich sein. Wie ich ja erwähnt habe, war ich ja an meinem Geburtstag in Disneyland Paris. Und da hat die liebe Sarah mir geschrieben, weil ich hatte einen Button aus Anaheim, den mir der Florian auch mitgebracht hatte. Und da hat die liebe Sarah mir geschrieben, ob sie mir einen Button aus Walt Disney World Florida zuschicken soll. Das hat sie getan und zwar einmal einen, ja, Walt Disney World Florida Happy Birthday Button und da hat sie dann Moni Maus drauf geschrieben. Vielen Dank, liebe Sarah. Sie hat mir auch so ein paar Sticker reingelegt und einige liebe Worte geschrieben. Finde ich wirklich sehr süß, den Sticker und der wird dann nächstes Jahr an meinem Geburtstag getragen. Ja, dann hatte ich noch eine schöne Begegnung an meinem Geburtstag mit der lieben Anna. Anna verfolgt meine Videos und verfolgt mich auf Instagram und hat mir dann geschrieben, dass er an meinem Geburtstag auch ins Disneyland kommt, also gerade an dem Tag ankommt und mich gerne treffen würde. Natürlich, ich könnte mich alle gerne treffen, wenn ihr im Disneyland seid. Und ja, wir haben uns getroffen auf der Main Street und dann hat sie mir gesagt, dass sie mein Geschenk ihr müsst mir ja nichts schenken, wenn ihr mich seht, aber sie hatte mein Geschenk im Auto vergessen oder ihr Freund eher. Und ja, dann hat sie es mir zugeschickt. Vielen Dank, liebe Anna. Auch ein kleines Kärtchen mit ganz lieben Worten. Und dann hat sie mir Frozen-Socken geschenkt. Ich glaube, es ist nur Olaf. Ja, es ist nur Olaf drauf. Ganz süß. Man kann ja nie genug Disney-Socken haben. Dann hat sie mir einen Lippenbalsam mit Elsa geschenkt. Tee. Den einen habe ich schon probiert, schwedische Blaubeere von Teekanne. Den anderen wollte ich euch jetzt noch zeigen, der schmeckt sehr, sehr, sehr lecker. Und eine Gesichtsmaske mit Elsa, wo man angeblich aussehen soll wie Elsa. Ich finde immer diese Masken, da sieht man nicht aus wie Elsa. Da kann man auch theoretisch an Halloween anziehen. Aber die sind gut für euer Gesicht. Pflegt immer euer Gesicht, ihr werdet nicht jünger. Nein, ich auch nicht. Irgendwann kommen die Falten, kann man nichts gegen tun.
Also vielen Dank, liebe Anna, dass ich dich getroffen habe. War wirklich ein sehr tolles, kurzes Gespräch und auch für die kleinen Aufmerksamkeiten. Vielen, vielen Dank. Ja, es geht weiter mit den Geschenken. Es nimmt kein Ende. Die liebe Britta, wir betreiben ja so einen Ohrenhandel. Also ich nähe ihr Ohren und sie bastelt mir Ohren. Ich glaube, sie näht die nicht. Und sie hat mir Ohren zugeschickt. Und zwar einmal, ich wollte unbedingt diese Rapunzel-Ohren haben. Genau, ihr habt innen in der Mitte einen kleinen Pascal, den ich total süß finde. Und diese Ohren leuchten sogar. Jetzt muss ich mal schauen, wie das hier angeht. Ah da. Genau, also der Schleife leuchtet in verschiedenen... Ja, genau, jetzt haben wir alle durch. Ja, also einmal hat sie mit diesen Rapunzel-Ohren gebastelt und auch einmal diese Olaf-Ohren. Ich finde, Britta ist sehr, sehr talentiert, auch in diesen Details. Ich könnte das nicht. Ich kann einfach nur aus Stoff und also aus Stoffohren nähen, aber nicht dieses Detailgetreute hier. Detailgetreute? Ja, ich glaube schon. Also das hier könnte ich nie machen. Deswegen finde ich Britta sehr talentiert und ihre Ohren sind wirklich mal ganz was ganz Besonderes. Und diese Olaf-Ohren leuchten übrigens auch. Ganz toll, wenn man abends im Park durchläuft und es dunkel ist. Und ja, das ist wirklich, dann gucken die Leute einen an und sind sehr neidisch, dass man leuchtende Ohren hat. Vielen Dank, Britta. Dann machen wir weiter mit einem Geschenk von der lieben Nadine. Die hat mir hier diese tollen Mickey Mouse Ohrringe geschenkt. Ich blende euch auch ein Bild ein, damit ihr es besser sehen könnt. Die sind türkis, passen sehr gut zur Frozen Season und ich hatte die bereits auch im Park an. Und ja, hat sie mir aber bereits mit dem Weihnachtsgeschenk zugeschickt, aber ich habe es nicht ausgepackt bis zu meinem Geburtstag. Oder vor meinem Geburtstag, weil ich an meinem Geburtstag in Paris war und ja, sehen wollte, was drin ist. Danke, Nadine. Dann habe ich auch ein Geschenk von meiner Mutter bekommen, obwohl meine Mutter mir eigentlich ständig was schenkt. Ich war ja im Park und da war dieser Sale und dann gab es diese Pandora-Kette mit Mickey-Maus-Form im Sale. Und zwar hat die vorher, glaube ich, 150 Euro gekostet, was echt viel Geld ist für so eine Kette. Und dann war sie im Sale mit 50% und dann hat man noch den Rabatt bekommen, genau, den Infinity-Rabatt. Bekommt man auch auf die Sale-Sachen, was viele nicht wissen. Und ich blende euch auch ein Foto ein. Da drin ist bereits eine kleine Mini, die hatte ich schon seit Jahren. Und ich wollte eigentlich immer nicht von dieser Kette haben, aber die war mir bisher immer zu teuer. Aber jetzt war sie im Sale und meine Mama hat dann gesagt, okay, ich bezahle sie dir und dann hast du noch so ein Geburtstagsgeschenk. Ja, finde sie sehr toll. Das kann sie auch endlich mal tragen. Mal warten mit dem Holz. Wo ich ja einiges, die Klamotten oft auch schon so trage. Darf ich nicht vergessen zu zeigen. So, weiter geht's. Es sind viele Sachen, aber es ist halt mein Geburtstag, ne? So, da habe ich ganz viel Stoff bekommen von meiner Freundin aus Nürnberg. Für neue Ohren zum Beispiel oder neue Kleidung. Und zwar einmal hier diesen Mickey-Stoff. Dann einmal Mickey und Minnie in rosa. Noch alle möglichen Charaktere. Donald, Goofy, Mickey, ich weiß nicht, ob Minnie auch dabei ist. Minnie sehe ich jetzt nicht. In so Sternen und gestreifter Optik. Und der letzte Stoff, der mir ganz besonders gefällt, ist ein Olaf-Stoff. Und zwar ja, hier dieser Olaf-Stoff. Also daran kann man ganz viele Ohren oder Kleidung oder alles Mögliche nähen. Ich muss mal wieder anfangen, mehr zu nähen. Irgendwie komme ich dazu. Nicht so. Ja, danke liebe Maria, dass du mir die Stoffe zugeschickt hast als Geschenk zu meinem Geburtstag. Habe ich sehr drüber gefreut. Ja, machen wir weiter mit einer Box von der lieben Letizia. Ich weiß nicht, das war eigentlich nicht so primär für meinen Geburtstag, aber einfach nur so eine Aufmerksamkeitsbox. Aber ich dachte, es passt ganz gut, euch das hier mal zu zeigen. Ich finde erstmal diese Box ganz toll in diesem Roségold und ich glaube, das hat sie auch sogar selbst gebastelt hier. Hat sich sehr viel Mühe gegeben. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was hier drin ist. Und zwar einmal ein... Sie weiß, dass Beauty and the Beast mein Lieblingsfilm ist. Und das ist Beauty and the Beast Belle's Library, a collection of literary quotes and inspirational musing. Ich habe bisher nur so ein bisschen reingeguckt. Ich habe noch keine Zeit, es durchzulesen. Aber ich werde es auf jeden Fall tun. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Dann hat sie mir eine liebe Karte geschrieben. Das lese ich euch aber jetzt nicht vor. Und dann, jetzt ist es irgendwo hier im Karton verschwunden. Zeige ich euch gleich. Zeige ich euch erstmal die Hose, die sie mir mitgeschickt hat. Und zwar eine Leggings von König der Löwen. Die ziehe ich jetzt nicht an. Das ist einfach nur so eine König der Löwen Zuhause-Gammel-Leggings.
Ihr Lieblingsfilm ist ja König der Löwen und sie liebt Simba über alles. Ich habe ja schon ganz viele Sachen von König der Löwen aus dem Park mitgebracht und deswegen hat sie mir auch die Rose gekauft. Finde ich ganz süß als Idee. Und zwar jetzt, wo ist denn das? Genau, hier. Und zwar hat sie in einer meiner älteren Hauls, ich glaube von 2018 sogar, gesehen, dass ich diese Anhänger gezeigt habe. Das sind die, aussehen wie VHS-Kassetten. Und ich sehr enttäuscht war, dass ich kein Beauty and the Beast drin hatte, weil man weiß nicht, was drin ist. Und sie hatte aber einen Beauty and the Beast Anhänger und hat ihn dann mir mitgeschickt, was ich wirklich ganz toll finde. Jetzt habe ich nämlich einen Beauty and the Beast Anhänger. Und innen drin ist die VHS-Kassette. Ja, einer meiner Lieblingsfilme. Ja, was war noch drin? Ganz viel Schokolade, Ferrero Küsschen mit weißer Schokolade und einige Star Wars Karten. Die muss ich auch noch auspacken und gucken, was drin ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, das war die Box von der lieben Letizia. Vielen Dank dafür. Ich habe mich wirklich sehr gefreut darüber. Und So, noch zwei Geschenke von Kaylee und von Debbie. Kaylee ist ja, die habe ich auf der Kreuzfahrt ja kennengelernt im September auf der Disney-Kreuzfahrt. Kommt aus UK und hat zufällig genau an dem gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und wir haben uns im Disneyland Paris dann getroffen. Wir sind zusammen essen gegangen und haben uns natürlich auch was geschenkt. Und zwar einmal, jetzt nach dem Haul kann ich sie endlich mal probieren. Sie hat mich schon gefragt, und schmeckt es dir? Ich habe es noch nicht Zeit gehabt, sie zu probieren. Reese's Peanut Butter. Ich liebe Reese's und diese Peanut Butter, ich weiß gar nicht, ob es sie hier gibt. Ich glaube nicht. Und sie hat mir einmal ein Jar, also ein Glas Reese's Peanut Butter geschenkt. Jetzt kann ich es endlich auch mal probieren. Dann hat sie mir ganz coole Donald-Ohrringe geschenkt. Kann man das sehen? Genau, ich blende euch am besten auch noch ein Foto ein. Also ganz coole Donald-Ohrringe. Ich habe auch noch nichts mit Donald für die Ohren. Und ja, finde ich ganz cool. Dann eine ganz tolle Karte, die gerade nicht da drin ist. Wo haben wir sie denn? Hier. Mickey. Und, oh, der Arm ist ein bisschen abgeknickt. Time for a Brilliant Birthday. Ich finde die Karte richtig, richtig toll. Und dann hat sie mir noch nochmal Olafs, also habe ich 6 Paar Olaf-Socken, aber man kann ja nie genug Socken haben. Genau, Olaf-Socken. Sehr, sehr süß. Ja, und auch die Tüte muss ich euch noch zeigen von Frozen 2. Passend zur Frozen Season jetzt. Lieben Dank. Vielen Dank, liebe Kaylee. Manchmal guckt sie meine Hauls, obwohl sie nichts versteht, weil sie nur Englisch spricht. Aber mit Untertiteln geht das manchmal. So, kommen wir zum letzten Geschenk von der Debbie. Jetzt ist ganz schon ganz warm. So, Debbies Geschenke für meinen Geburtstag waren sehr schminklastig. Ich weiß nicht, ob sie denkt, ich brauche mehr Schminke oder ich muss mich besser schminken. Nein, Scherz. Aber ja, sie waren halt sehr schminklastig. Und zwar hat sie mir einmal Wimpern geschenkt. Ich trage ja immer Wimpern, wenn ich im Disneyland bin, weil es irgendwie besser auf Fotos aussieht. Und ich dann keine Brille trage und ich finde, da müssen die Augen noch mehr hervorstechen. Also einmal ein paar Wimpern. Die werde ich dann jetzt demnächst mal austesten im Disneyland. Dann, machen wir erstmal weiter mit der Schminke. Ich bin jetzt auch kein Beauty-Blogger, ne? Also wenn ich jetzt hier nicht so toll das erkläre, bitte entschuldigt. Dann eine Sephora Lidschattenpalette. Mixology. Debbie lacht sich jetzt bestimmt schlapp. Dieses Ding geht auch nicht so einfach auf. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ihr überhaupt irgendwas seht, wegen dem Spiegel, aber ja. Genau, das sind ganz viele verschiedene Farben. Jetzt seht ihr das Chaos im Spiegel hier unten am Boden. Genau, also ganz verschiedene Farben für jeden Anlass. Finde ich ganz schön. Diese Brauntöne kann man eigentlich immer tragen. Und ich werde sie demnächst mal testen. Dann noch einen Lidschatten, und zwar ihren Lieblingslidschatten von Catrice. Und zwar 110 Chocolate Cake by the Ocean. Falls ihr euch interessiert, welcher Lieblingslidschatten von Debbie ist. Und als Zwilling dachte sie, ich brauche den auch. Und dann hat sie mir noch eine Waterproof Eyeshadow Primer Eye Foundation gekauft. Das macht man dann unter den Lidschatten, damit der Lidschatten besser hält, ist auch von Catrice. Und dann, Kosmetik kann man auch unter eine Dark Taschentücher hat sie mir dann noch geschenkt. Die habe ich zwar mir auch schon selbst gekauft im Globus, aber man kann ja auch nie genug Taschentücher haben und die laufen ja auch nicht ab. Und dann die letzten zwei Sachen, die sie mir noch geschenkt hat. Zwei Disney-Sachen. Einmal Mickey Mouse Ohrringe. Seht ihr nochmal das Bild?
und eine Mickey-Maus-Kette oder eigentlich Minnie-Maus. Wir haben die passenden Ohrringe dazu. Und ja, es ist jetzt wieder sehr schwer euch zu zeigen. Genau, das ist die Kette in Silber. Genau, dazu haben wir noch die passenden Ohrringe. Die haben wir ja geschenkt bekommen von meinem Arbeitskollegen, als wir dort waren und ihn sozusagen durch den Park geführt haben oder ihm Tipps gegeben haben, hat er uns ja die Ohrringe dankenswerterweise geschenkt. Ja, oh, das war's. Das waren alles vom Januar-Geschenke-Haul. Oh, es geht auch schon wieder ewig, glaube ich, das Video. Es tut mir leid, aber es war wieder einiges dabei. Im Februar bin ich hier im Disneyland und dann gibt es einen neuen Spirit Jersey. Mal gucken, was ich noch so einkaufe. Ansonsten noch ein neues Paar Ohren und dann gibt es auch noch den Minnie-Maus-Schlüssel. Also es wird wieder einiges von Shop Disney dabei sein, was ich mir kaufe. Auch wieder sehr klamottenlastig. Diesmal ging es eigentlich mit den Klamotten. Ja, ansonsten wie gesagt, einfach unten in die Kommentare schreiben, Verbesserungsvorschläge, Videovorschläge. Ich würde mich freuen. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abonnement, wenn ihr noch nicht bei mir abonniert seid, und drückt auf die Glocke, damit ihr keins der Videos verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.